Hallo, mein Name ist Nora Gomringer. Ich komme eigentlich gerade aus Bamberg angereist, bin aber natürlich im Herzen eine in Wurlitz gebliebene. Von daher schön, mal wieder in Hof zu sein, wo ich früher zur Schule gegangen bin. Das Erste, was mir aufgefallen ist bei dir, du hast 7 Brüder. Schön, wenn die Zahl immer auffällt, ja. 7 Brüder sind es insgesamt, aber insgesamt waren 3 Frauen und 2 Männer bei der Produktion dieser vielen Kinder verantwortlich. Also von daher große Patchwork-Familie. Aber du bist mit diesen Brüdern allen aufgewachsen? Nein, leider nein. Als ich kam, war der jüngste der Brüder, also auch schon 14 Jahre älter als ich und von daher nur noch 3 Jahre im Haus. Okay, aber du musstest dich nicht unbedingt durchsetzen oder so, das lief alles von selbst. Also wenn die Eltern vorher gewöhnt sind, Söhne aufzuziehen, dann bleibt der Tochter so etwas wie eine Art Echo im Haus zurück und gegen dieses Echo muss man ein bisschen ankämpfen, ja doch. Und es ist dir gelungen? Ich nehme es an, aber es kann sein, dass ich die Profession gewählt habe, die ich also jetzt auch ausübe. Dann kommen wir mal zum Beruflichen. Wie bezeichnest du dich denn selbst eigentlich, berufsmäßig? Ich bin Dichterin. Und das ist schon alles? Das ist eigentlich alles. Und das Schöne ist, dass manchmal das Dichtersein einen eben auch noch für andere Dinge qualifiziert, sodass ich eben seit 2010 in die schöne Verlegenheit, in die schöne Aufgabe gekommen bin, die Villa Concordia als Direktorin im Auftrag des Freistaats Bayern zu leiten. Und von daher, ja, das können Dichter manchmal, ja. Und das können Dichter. Das Wort Dichter ist ja breit gefächert. Also ihr dichtet ja nicht nur ihr Dichter, sondern ihr macht ja auch andere Sachen, lyrische Sachen und so weiter, oder? Ja, aber in der Dichtung wird ja die Lyrik zugesprochen. Also sonst würde ich sagen, ich bin Schriftsteller oder ich bin Prosaautor oder überhaupt Autor. Dann würde man eher sowieso als Zuhörer wahrscheinlich denken, die Frau schreibt Romane oder so. Aber wenn ich sage Dichter, dann wissen alle schon gleich, okay, was die schreibt, das ist auf einer Seite stehen meistens. Ne? Und reimt sich das immer alles? Bei mir weniger als 99,3%. Okay, gut zu wissen. Das macht natürlich auch neugierig. Du hast ja auch Bücher geschrieben. Kann man das mal ganz kurz zusammenfassen, um was es da geht? Oder hat es immer alles ein komplett anderes Thema? So ein Lyriker hat das oder ein Dichter hat das schöne Vergnügen, immer wieder in seinen Themen wechseln und wandeln zu können. Und zwar viel schneller mitunter als jemand, der sich brav hinsetzen muss und Prosa schreibt und richtig lange Romane ausformulieren muss, sich Gedanken darüber macht, wen der Held dann irgendwann mal trifft. Das habe ich alles nicht. Ich kann mir von Gedicht zu Gedicht Gedanken machen, was da passieren soll. Und von daher, das war immer mein Interesse. Ich habe angefangen mit Sprechtexten, mit Texten, die Schauspieler sprechen sollten. Ich habe also für andere Münder geschrieben sozusagen und dann habe ich angefangen für mich zu schreiben, einzelne kleine Gedichte zu fertigen und jetzt sind die mitunter in aller Munde, was mich sehr freut. Ja, Wahnsinn, das ist ja schon der komplette Werdegang künstlerischer Art. Super. So, bei uns geht's gleich weiter nach dem nächsten Titel. Meine nächste Frage, nachdem du ja die ganze Welt eigentlich schon bereist hast, also zumindest die größten Orte und die kleinsten Orte in ganz weiten Entfernungen, wie viele Fremdsprachen sprichst du? Dank der guten Ausbildung, unter anderem hier in Hof genossen am Jean-Paul-Gymnasium, da habe ich Latein, Griechisch, dann später noch Althebräisch dazu bekommen, bin aber in den modernen Fremdsprachen beim Englischen und beim rudimentären Spanisch stehen geblieben. Da muss noch was ausgebaut werden, ein bisschen habe ich ins Russische hineingeschnuppert, eine tolle Sprache, die schönste Sprache für Dichtung übrigens. Und sonst, Französisch fehlt mir total auf der Liste. Also ich spreche sehr gut Englisch. Das hat sich einfach über die Jahre und über das viele Reisen sehr gut ergeben. Und Spanisch muss jetzt noch erlernt werden. Und da hast du aber schon ein paar so Grundbegriffe Spanisch, oder? Sí. Was heißt zum Beispiel, Geri, du bist der Beste? Geri, tú eres el mejor. Du bist der Beste. Sí. Sensationell. Also mir würde das schon reichen vom Spanischen her, was du kannst. Ich habe gelesen, Manchester, Los Angeles, New York, Kanada, Zypern, Novosibirsk, Peking, Rom, Paris, Neu-Delhi. Wolltest du irgendwo mal vielleicht bleiben oder kommst du immer wieder gern zurück? Die Sehnsucht ist oft groß. Wenn ich dann hier wieder bin in der Gegend, dann denke ich schon manchmal, Mann, ey, das Licht in San Francisco, das war da herrlich oder sowas. Aber was mich schon verblüfft ist, ich stehe manchmal am Flughafen und denke, jetzt darfst du da hinfliegen und bist eingeladen, weil du Gedichte schreibst. Und das ist ganz toll. Das ist ein schönes Gefühl und das ist eine große Ehre, auch Deutschland vertreten zu dürfen. Also im Prinzip wie so eine Art Nationalspieler.
ohne Turnschuh. Und du präsentierst dort dann deine Werke auf Deutsch? In der Regel auf Deutsch, weil man eingeladen wird vom Goethe-Institut oder von deutschen Universitäten an anderen Orten. Aber oft ist es so, dass die Texte übersetzt werden. Manche der Bücher sind auch in anderen Sprachen erschienen, sodass ich dann auf der Bühne sitze, meistens mit einer Schauspielerin oder einem Sprecher, der meine Texte dann in der Landessprache nochmal spricht. Also international vertrieben sozusagen. Es sitzen dann im Publikum viele Deutsche? Manchmal ja. Es gibt Orte, an denen natürlich Deutsch so ein Anziehungspunkt ist, wie in Russland, wo sehr viele junge Russen einfach fantastisch gut Deutsch lernen, um sich dann hier auf die Arbeitswelt vorzubereiten, weil die den Plan fassen, hier in Deutschland oder überhaupt in Europa arbeiten zu wollen. An anderen Orten, wie zum Beispiel weit oben in Kanada, da sitzt du dann in so einer Turnhalle und willst seine Gedichte vorlesen, dann kommen da lauter greise, wunderbar freundliche ältere Herrschaften und sagen in ihrem rudimentären Deutsch, dass sie sich noch daran erinnern, wie sie damals stationiert waren in Deutschland oder wen sie kennengelernt haben mal. Oder sie kramen ihr eigenes altes Deutsch noch raus, bevor sie ausgewandert sind. Also sehr spannend. Unglaublich. Also wenn du jetzt diese ganzen Städte bereist hast, wie du sagst, Los Angeles, die Sonne von Los Angeles oder New York und so weiter. Wie ist es dann mit Orten wie Oelsnitz oder Gartendorf? Die sind wunderbar, weil man die auch gut kennt und weil man so ein bisschen Gefühl hat für das Publikum, das einen da erwartet. Das ist eigentlich oft sehr schön und erleichternd. Schwierig ist an so Orten, wo man merkt, da kann ich gar nicht einschätzen, wie das, was ich mache, ankommt. Zum Beispiel da in Peking hatte ich keine Ahnung, wie das, was ich schreibe, ob das die Leute überhaupt erreicht, ob das da irgendeine Relevanz hat. Und in der Tat hatte es das nicht. Also sehr schlechte Erfahrungen gemacht in China, leider. Aber gut, also so in Gartendorf kann ich mich da gut vorstellen und ich habe halt ein Faible echt für Oberfranken, für richtig Oberfranken, wo wir halt hier sind. Okay, du hast eine ganze Liste, eine ganze Palette voller Preise schon bekommen. Warum bekommst du Preise? Oder beziehungsweise für was bekommst du eigentlich Preise? Zunächst kann ich ja nur zu meiner Verteidigung sagen, das ist immer ungerecht. Immer ist es falsch. Immer der einen Preis kriegt, ist eigentlich daneben, ne? Zwei daneben, weil der andere jetzt auch verdient oder vielleicht eher verdient. Deshalb kann ich mich einfach immer nur freuen. Wenn mir einer zugesprochen wird, ist das für mich eine Ehre und ist aber auch wieder weiter die Möglichkeit, Bestätigung zu erlangen für das, was man eben tut und eigentlich mit sehr viel Herzblut verfolgt. Warum kriege ich die Preise? Das ist sehr unterschiedlich. Manche Preise werden gegeben dafür, dass man in der Lyrik besonders aktiv ist, in den letzten Jahren spannende Bücher vorgelegt hat. Andere Preise kriegt man, weil man ein guter Entertainer ist, weil man quasi auch anderen Künstlern eine Hand reicht und ihnen eine Möglichkeit eröffnet. Das ist sehr unterschiedlich. Also den Kulturpreis Deutsche Sprache, Jakob Grimm, den habe ich wirklich bekommen für mein Engagement im Rahmen des Poetry Slam in Deutschland. Und das fand ich unheimlich freundlich, aber schon fast ein bisschen spät, weil meine Beziehung zur Poetry Slam Szene ist schon fast nicht mehr so aktiv und nicht mehr so aktuell. Es gibt ganz tolle Akteure jetzt in der Szene und ich bin da so ein bisschen raus. Aber es hat mich geehrt und meine Texte, das merke ich, werden auch von den jungen Slammern mit Freude in den Mund genommen und verwendet. Wir kommen nochmal zurück zu den Büchern. Ich habe gelesen Titel wie Klimaforschung, Radio Rodeo beispielsweise. Ich habe sie leider nicht gelesen, werde es jetzt dann tun, ich verspreche es. Und worauf achtest du dann bei Büchern so? Also gerade von der Thematik, sind das so Sachen, wo du sagst, ah, das, sowas müsste man aufschreiben? Also du meinst, wenn ich selbst ein Buch mache, da kann ich vielleicht sagen, das letzte Buch, das ich veröffentlicht habe, das heißt Monster Poems. Ich wollte ein Gedichtband mal machen, der sich um ein Thema dreht. Und weil ich ein absoluter Fan bin von Horrorfilmen aus den, ach Gott, 20er, 40er, 60er, 80er, 90er Jahren, habe ich mir die Monster gewählt. Und ich habe 25 Monster in diesen Band gebannt quasi und 25 Illustrationen hat Reimer Limmer dazu geliefert. Das ist so eine ganz typische Herangehensweise gewesen für mich. Und sich ein Thema suchen und darauf hinschreiben. Weil ich jemand bin, der nicht viel exzessiv Stoff quasi produziert. Ich habe jetzt nicht 100 Gedichte in der Schublade und könnte dann jetzt 20 rausziehen oder 60 und daraus machen wir dann ein Gedichtband oder so. Bei mir dauert es viel länger. Ich habe im Jahr maximal 12 Nächte, in denen ich wirklich was Lyrisches arbeite, in denen dann Gedichte entstehen. Mehr ist das nicht.
Was dann wichtig ist, ist das Liegenlassen, das Nacharbeiten. Und das kann schon bis ein Jahr, eineinhalb Jahre dauern. Auch weil ich mit den Texten dann viel reise, sie vor viel Publikum spreche und immer wieder versuche zu sprechen und zu realisieren, wo hapert's, was muss ich wegschneiden, wo braucht's noch ein bisschen mehr Fleisch um ein Wort herum oder so. Naja, und diese Bücher entstehen zum Glück bei einem Verlag, Wohland und Quist in Dresden und Leipzig, der sich darauf spezialisiert hat, Bücher rauszugeben mit CDs. Also der Autor selbst bespricht diese CDs, die dem Buch beigegeben sind, sodass der Leser, der Käufer im Prinzip beide Medien erhält. Sowohl die Stimme des Autors als eben auch den zu lesenden und anzusehenden Text. Das ist mir sehr wichtig. Das ist vielleicht das Allerwichtigste, gerade bei Lyrik. Du hast ja nicht viel auf der Seite stehen, aber so wie es da steht, muss es gut aussehen. Nora Gomringer selbst bezeichnet sie sich als Dichterin. Bei mir, jetzt möchte ich mal was ganz Privates von dir wissen. Ich habe so ein kleines Spiel vorbereitet und das sind immer drei Begriffe und du sagst mir einfach, was auf dich zutrifft. Ja? Kann auch sein, dass nichts auf dich zutrifft, dann gibt es vielleicht was anderes. Okay? Also Beispiele jetzt, oder machen wir es gleich öffentlich, offiziell. Für dich, wenn du fertig bist mal mit einer Show, mit einer Präsentation oder sowas und du möchtest gern in dich kehren und sagst, ach, jetzt will ich mal Ruhe haben, ja, quasi nach dem Job, würdest du da zu einem Bier greifen, zu einem Glas Wein oder vielleicht nur Wasser? Weil ich keinen Alkohol trinke, ganz einfach zu beantworten, Wasser. Gut, was ist dein häufigstes Fortbewegungsmittel? Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Auto? Die Deutsche Bahn, ich muss gestehen, ich bin ein Bahnkunde und also so kilometermäßig absolut die Bahn und in der Stadt das Fahrrad. Gut, wie schaut's früh aus? Bist du Frühaufsteher? Absoluter Frühaufsteher, 5.30 Uhr. 5.30 Uhr, das ist die Zeit, wo ich dann ins Bett gehe. Was ist dann dein erstes? Kaffee, Tee oder vielleicht gar nichts? Erstmal gar nichts. Ich habe es mir zur Aufgabe und Übung gemacht, mir dann den Badeanzug anzuziehen und zum Frühschwimmen ins Bambados in Bamberg zu gehen. Täglich machst du das? Das mache ich täglich. Wenn ich in Bamberg bin, mache ich das jeden Morgen. Ja, ansonsten gehe ich laufen. Ich habe jetzt auch die Laufschuhe für Berlin dabei. Oh, okay, alles klar. Weiter geht's musikalisch. Wenn du die Möglichkeit hättest, auf ein Konzert zu gehen oder eine CD einzulegen, würdest du mehr Rock-Pop-Musik, Schlager, Volksmusik, Klassik hören? Was ist so dein... Dann wär's Rock-Pop oder Hip-Hop. Hip-Hop? Unbedingt. Das sind natürlich die Menschen, von denen ich am meisten gelernt habe, weil die hören sehr genau auf die Sprache. Alle Musikproduzenten im Bereich des Hip-Hop sind die besten, mit denen man CDs machen kann, mit denen man Radiospiele einsprechen kann, weil die, weil die das Wort auch als perkussives Element verstehen. So ein schönes Wort wie Plektron hat halt einfach ganz viel Kraft und das kann man super loopen und dann kann man schon im Prinzip die ganze Snare und die ganze anderen Drums kann man vergessen. Wenn du deine kreative Phase hast, nimmst du dann den Bleistift oder den Kugelschreiber oder über einen Laptop oder hast du ein Aufnahmegerät? Wie bringst du das auf zu Papier oder zum Speichern? Bevor es richtig kreativ wird, sammle ich alles per Schrift in, also wirklich handschriftlich meistens in meinem, ach ja, so einem dicken Aufschreibebuch, Notizbuch. Wenn es dann aber ernst wird und aus diesen gesammelten Stücken soll was werden, dann wird getippt. Dann wird wie wild und meistens zu wild auf dem Laptop getippt. Die Zehnfingerschreibweise? Absolut. Absolut. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Na, unglaublich. Ja. Zeit vergeht, ja, oder? Quatsch. Ja. Hört sich so, macht nichts. Jetzt müssen wir es so machen, dass du, wo bist du morgen? Morgen bin ich, wenn es gut geht, um die Zeit längst wieder in Bamberg, aber ich muss heute Nacht Berlin eine schöne Party besuchen. Das Goethe-Institut feiert Sommerfest und da trifft man natürlich all die Damen und Herren wieder, die man im ganzen Jahr besuchen darf, wenn man im Goethe-Institut eingeladen wird. Ich bin in diesem Jahr Stadtschreiberin von Helsinki, also treffe ich da jetzt heute Abend zum Beispiel auch den Goethe-Institutsleiter von Helsinki. Und freue mich. Und morgen Abend, das weiß ich schon, da kommt Professor Dr. Kurt Faltelhauser in die Villa Concordia. Herzliche Einladung, alle Zuhörer. Um 19 Uhr berichtet der Herr Faltelhauser davon, wie es damals zuging, als man die Villa Concordia auf Wunsch von Edmund Stoiber installiert hat.
Künstlerhaus für Bayern, ganz nach dem Prinzip der Villa Massimo in Rom. Vielen Dank fürs Dasein, für die Informationen, für den Einblick in eine Dichterin, also sehr... Also anatomisch, ja. Aber großartig und vor allen Dingen auch, man taucht da mal in so einen Nebel ein, den man dann auch noch erklärt bekommt. Also ich finde es toll. Also wir können das auch noch detaillierter machen, aber das ist dann die nächsten 3 Stunden, von daher. Ja, das müssen wir dann im Internetradio machen, weil da haben wir mehr Zeit. Genau. Na, wer sich interessiert, ich habe ja eine Webpage und überhaupt erfährt man ja über Nora Gomringer eigentlich mittlerweile einiges, wenn man denn sucht. Und wenn man natürlich extra Radio hört. Und zwar jetzt und auch dann im Internet kann man es nachhören, das komplette Interview. Ich würde dir gerne noch einen Song spielen. Was würdest du mir denn da vorschlagen? High School Confidential von Jerry Lee Lewis spielen? Das fände ich perfekt, das fällt ja total in mein Genre. Ausgezeichnet. Oder auch Great Balls of Fire, fände ich auch absolut großartig. Alles klar. Also damit erfüllst du mir auch noch einen Wunsch und dann wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Das wünsche ich mir auch. Alles Gute dir. Ciao.